Ah, schön, hier haben wir noch eine Kiste. Und wir finden. Schön. Schön. Oh nein, Alter. Ist noch so ein makelloser. Oh nein. Ach, ist doch, ey. Das ist doch shit. Ja, scheiße. Ich habe keine andere Wahl. Nein. Nein. Dann mal einmal bitte loslassen. So. Okay, einmal dann zurück. Okay, Leiter hoch. Würde ich von hier aus jetzt in den Druckerraum kommen? Oder bin ich irgendwo runtergefallen, runtergeklatscht, wo ich nicht mehr dahin kommen könnte? Schwierig zu sagen. So, okay, alles klar. Verstehe. Schöne Werkbank. Gut, nehmen wir mal wieder zurück. Bitte nicht, jetzt Licht aus. Bitte nicht. Nee, bitte nicht. Scheiße. Ja, das kommt. Ah, fuck. Daneben geschossen. Tja, oder wie er sagen würde, schön. So, was haben wir da oben? Es glänzt so schön. Ja, wo ist denn jetzt hier mal ein Drucker, wenn man ihn braucht? Bitte, bitte. Oh, bitte! Wollen wir das machen? Achso. It's the whole time. Da hinten glänzt irgendwas blau. Nee, das ist so eine E-Tankstelle. Ah, oh, der Medizinbereich. Geh weiter zum Hintereingang. Da kontaktiere ich dich. Ja, dann brauchen wir jetzt wohl das nächste Modul. Oh, das wird schon wesentlich zimperlicher. Also, ist ja nicht mehr so zimperlich, sagen wir so. So, und wir haben ein neues Lok. Die nächste Kiste. Yeah. Wusstet ihr? Patient? Gottes Willen. Wenn er da. Ah, da können wir eine Sicherung rausnehmen. So, tut mir leid, wenn ich hier so irgendwie so rumschlacker hier mit der Figur, aber versuche mal so halbwegs das zu sehen und sogar erkennen irgendwie. Ah, guck mal hier, Prismatürme aus. Komm mit dem Conker. So, okay, komm mal durch. Oh! Schön! Stase-Teil! Nice! Das ist geil. Damit. Ich habe einen der Handschuhe von Captain Ferris gefunden. Das ist ein Dread. Die Drecksfahrer setzen ihn gerne gegen uns ein.
Ja, ich erinnere mich. Aber es ist gut. Funktioniert bei allen möglichen Sachen. Probier's einfach mal aus. Mach ich. Ah, okay. Das ist also die zweite Anzeige da oben. So, dann gib mir mal die Sicherung, die wir ich brauchen. Nutze GRP, um Objekte zu greifen. Ah, Mist, jetzt kann man jetzt. Ja, ich kann nicht aufgepasst. Scheiße. Nein! Ja, verdammt. So, jetzt kommt der Moment, wo gerne mal zurückspülen wollen würde. Sehe ich nochmal irgend... Nein, sehe ich natürlich nicht. Gesuchte Person aus befragt. Nein! So, wie kann ich den denn nutzen? Gravity Restraint Projektor. Verkleinerter Gravitationsgenerator, der von UGC, das Personal verwendet wird, um Insassen ruhig zu stellen, um Objekte zu bewegen. So, den möchte ich mir ansehen. Und den kann man tatsächlich noch irgendwie pimpen. Verkleinertes Gravitationsfeld und so weiter. Kann ich damit jetzt irgendetwas. Mann! Ach, so ein Murks! Ah, so was ärgert mich, ey. Kurz wirklich jetzt mal abgelenkt gewesen und nicht in die Kit. Das ist doch blöd. So, rechte gedrückt halten. Nee. Nee, auch nicht. F, auch nicht. G, nee. U. Na, wir werden sehen. Irgendwie werden wir schon. Ich werde schon noch rausfinden. Hoffentlich. So, hier können wir noch eine Sicherung mopsen. Na, mein Kleiner. Hab ich gemacht? Macht er nicht. Schön. Rechte Maustaste also gedrückt halten und dann wurde er quasi über das mittlere Rad das Ding freisetzen. Oh! Alter, wer bist du? Wer bist denn du? Dann so. Nein! Nein, ja, lief anders gerade als geplant. Aber gut. So, kleines Skillpad auf, bitte. Ah, okay, dadurch wurde die Sicherung also zerstört. So, drin und bums und fertig. So, er sagt also so und dann. Ah, okay. Ach, gut, du musst das mittlere Mausrädchen nicht drücken, sondern bewegen. Tatsächlich. Dadurch kannst du das ranziehen und wegschmeißen. Interessant. Und das kostet mich auf jeden Fall ganz schön von dieser Energie. So, Freunde, ich will da bloß einfach irgendwo jetzt einen Drucker finden und mal einfach mal mein Inventar ein wenig verschmälern. Virus H8 Stage 4. Ekelhaft. Aber wie gesagt, das macht ja natürlich Sinn, dass die Oberärztin da Bilder an der Wand hatte. Weil die halt schon länger dran arbeiten und sie das halt administriert. Dann ist das natürlich klar. So, okay, Zugangshalle. Schwibbidi-Wurm. Kannst hier überall hinlaufen, ey. So, na komm, auf das Ding.
Oh, finster. Was ist denn hier los? Hat sich irgendein Hobbykeller gemacht. Schön. Oh Gott. Oh, nee. Oh, nee. Jacob, du hast es geschafft. Mein Weg zur Schuhe war echt die Hölle. Ich öffne dir den Wartungsaufzug. Der bringt dich dann hoch, okay? Schön. Aus Simmons. Oh, ganz, ganz schau gemacht hier. Ganz, ganz schau. Manchmal denkt man sich so aus, Alter, wer denkt sich denn sowas nur aus? Wer denkt sich denn sowas bloß aus? So, haben wir Revolver-Munition mitgenommen. Sehr schick. So, dann machen wir auf hier den Aufzug. Yep. Können wir hier noch irgendwas machen? Kaffee mitnehmen? Oh, was ist hier eine Büchse? Ein Regenbogen drauf. Schön. Der sieht kaputt aus. Geh rein. Ich kann dich von hier aus steuern. Bist du dir sicher? Ich lass dich langsam und sachte runter. Bremst den Scheiß aus! Elias! Ich versuch's ja. Ein Motor hat einen kurzen beim Stromtransfer. Halt das Ding an! Sofort! Das System reagiert nicht. Du musst es manuell machen. Moment, was? Wie? Klemm einfach was in die Bremse. Schnell! Zieh durch! Niemals. Niemals, nie nicht. Du könntest da drüber... Das wäre sofort weg. Jeder weiß doch, dass beim Aufprall du kurz hochspringen musst. Und dann ist es nicht so schlimm. Ich muss herausfinden, was mit dem System nicht stimmt. Starte da unten die Stromversorgung. Keller. Geh zum anderen Aufzug. Du bist fast da. Noch ein Aufzug. Kannst kaum erwarten. Was ist das denn für eine eklige Scheiße? Komm her auf, Alter. Mach das weg. Mach das weg. Oh. Okay. Dann hat sich also damit auch geklärt, was mit diesen ekelhaften Bodenpickeln ist. Alter, ist ja widerlich. Aber richtig widerlich. Ich finde einen Weg aus dem Keller. Wo? Wo? Okay, da drüben ist was rausgeklettert. Oh, shit, Alter. Hinter mir, Penner. Bums, Bums. Nicht mit mir, du. So, Sicherung halt natürlich nicht mehr. Hm, ist klar. Gut. Dann lass uns mal eine Sicherung finden. Und für die Tür aufbekommen. Wie kann ich denn dem bitte entgehen? Also kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass ich in die Dinge einfach so blöde und stumpf rintappe. So, na denn, lass mich doch mal hier mein letztes Spritzchen benutzen. Schön. Nachladen. Ach Gott. Das ist etwas unberechtigt. Aber noch machbar irgendwie. So, wahrscheinlich kannst du das, stand ja da, Hardcore ist ja freigeschaltet jetzt irgendwie. Also das im Hardcore, ey. Schon wieder dieselbe Scheiße. Na sag mal, Leute. Ja, das ist doch Mist. Das ist doch echt scheiße.
Irgendwie muss man das... Oh, jetzt sieht nicht gut aus. Irgendwie muss man noch präventiv irgendwas dagegen tun können. Muss doch von Weitem irgendwie schießen oder irgendwas. Wahrscheinlich muss ich halt den Bereich vorher besser ausleuchten oder so. Schön, dann rennst du jetzt die ganze Zeit mit dir gezogener Waffe rum oder was? Dann kommst du ja nicht vorwärts. So, der schöne Gelkissen hättest du da irgendwas. Hier sind anscheinend doch nicht im Kreis gelaufen. Das Implantat haben wir noch nicht gehabt vorher. Carrie Brown. Nummer Schuss. So, Spitze wäre schön. So. Geht schon mal erstmal so halbwegs nach von alleine. Lasst! Ich geht! Lauf damit! Alter! Das war ja mein ekelhafter Move. So, jetzt freut mich auf jeden Fall ganz, ganz dolle, dass ich vorhin meine ganzen Spritzen benutzt habe. Schön. Für ein bisschen Credits. Ich bin so greedy, ey. Mist. Also, waren ja immer Credits. Aussicht auf Credits. Inventar. Inventar ist frei. Bitte eine Spritze. Ja, danke. Das ist etwas. Kann man gleich mal nehmen. Zack, zieh sie dir rein. Wunderbar. Was mein Respekt. Deswegen gleich kurz machen. Ja, sorry Leute, für euch muss das so was von chaotisch aussehen wie hier ein Akkusatz. Der GIP lädt sich mit der Zeit langsam wieder auf und kann auch mit einer GIP-Batterie schneller aufgeladen werden. Wenn dem GIP die Energie ausgeht, während du einen Gegner oder ein Objekt hältst, wird er oder es fallen gelassen. Der GIP verbraucht, falls verfügbar, automatisch eine Batterie aus dem Inventar. Um die blaue GIP-Energieleiste auf dem Nacken von Jacob aufzufüllen, Punkt. GIP-Batterien können auch manuell im Inventarbildschirm verwendet werden. GIP-Batterien können aufgehoben, in Beutekisten gefunden oder von einem Gegner fallen gelassen werden.
Alles klar. So, der komische Akkusatz ist mir echt Latte irgendwie. Also das. Also alles, was sich so von alleine wieder auflädt. Fabrik eigentlich in Ordnung. So, nutzen. Schwumpf. Hüscht. Gar nichts? Doch, jetzt an. Oh nein, oh, so ein Explosionsding, was genau wie aus... Egal. Aussieht. Ich sag's nicht. So, wir hatten auch tatsächlich nochmal ein bisschen was gefunden, wo wir nochmal hier lag hat. Nimm. Und zwar von Carrie Brown. Oh. Genetische Zellentransfersystem, Wartungsbereich in Sand, Anlagen höchster Wichtigkeit, transferieren. Gut, okay. Nicht zum Anhören. So, die Torsicherung. Oh, die, die Torsicherung. So, wie kommen wir denn zu der bitte wieder zurück? Oh, schön. Und zwar die hier. Zap! Zen! Elias wieder. So, denn wäre schön, wenn ich jetzt bei Elias wieder ankommen würde und ich endlich dieses Zeug verkaufen kann. Das würde ich gut finden. In der Hoffnung, dass ich mir auch gleichzeitig mal ein paar Updates kaufen kann. Also, voller Freude. Würde ich gut finden. Würde ich einfach gut finden. Okay, der Hochsicherheitstrakt. Na, Prost, Mahlzeit. Elias! Kannst du mich hören? So, was ist denn nun schon mit Elias los? Was ist. Wie sieht's mal mit Antworten aus, du Backpfeife? War totales Chaos. Lisa kam irgendwie rein und hat alles zerlegt. Kommen wir noch in die Schuhe? Ja. Aber wie, alle zerlegt? Wir haben nur Notsturm. Also muss ich das manuell steuern. Keine Sorge. Ja, das hat ja schon bei dem Aufzugshüte geklappt bei dir. Hin. Ich aktiviere die Gondel. Die bringt dich rüber. Nutze die Gondel, um die Schuhe zu erreichen. So, haben wir irgendwie... Wer Drucker? Wo? Wo? Schlimm ist, man übersieht den halt wahrscheinlich auch sehr schnell irgendwie, wenn er nicht aktiv ist. Sicher ist er sicher. Okay, das ist da vorne, das ist auch kein Drucker. Oh Mann. Kann doch da jetzt nicht... Achso, das war so nett. Okay. Schon eine Wunder, um viel zu kommen. Ja, na du drück mal da oben noch. Ist es? Ja! Großartig! So. Ich möchte verkaufen. Oh, dafür noch ein bisschen was. Schön. Ah, wunderbar. Wunderbar. Ich freue mich. So. Okay, das Stase-Teil können wir jetzt ebenfalls ausarbeiten. Gott, haben wir... Entspann dich da oben. Jetzt wird erstmal in Ruhe geschöpft. So, wie viel haben wir? Wir haben 1400. Stabilitätsupgrade. Also wir werden wahrscheinlich hier drauf nicht zugreifen können, bevor wir das Stabilitätsupgrade nicht gemacht haben. Blocken und Konterangriff. 600 Aufstandseindämmungsschwung schaltet einen neuen schweren Angriff frei. Ideal für extreme Situationen, in der Schaden wichtiger ist als Kontrolle. Die Gondel, Jacob.
Jakob, steig ein! Eine leichte Legierungshöhle in Schwunggeschwindigkeit. Also wir müssen auf jeden Fall das Ding erstmal pimpen, weil das ist unsere Hauptwaffe. Kluck! Abgeschlossen. Ich weine immer noch meinem Hammer hinterher. Bin ich ehrlich. So, das haben wir. Was haben wir da? Aktiviert passive Betäubungsstrahler, sodass ein Officer weniger Schaden beim Blocken hat. Ach, wir nehmen tatsächlich Schaden beim Blocken. Auch eigentlich ganz geil. Verlängert die Combo. Aber tatsächlich hätte ich mal Bock auf den. Irgendwie mal so einen richtigen Power-Schlag. Munition für Revolver. Ja, für 500 würde ich jetzt an dem, weiß ich nicht, soll ich jetzt ins kaufen? Eigentlich nicht, dafür sind die Credits echt zu kostbar. 200, 800. Können wir Bild noch machen. Ah, hier können wir auch Magazin-Upgrade für hohe Kapazität. Das machen wir. Das machen wir, Stabilisierung, und das machen wir noch mal. Das Magnum-Upgrade. Naja, aber er sieht wirklich auf den Pinsel herum, Alter. Vielleicht sitzt da dran irgendwie, kriegt noch nicht mehr den Aufzug für die Backen und fängt hier an, noch irgendwie rumzudrängeln. Schadenspotenzial der Waffe. Indem der gesamte Munition zusätzlich... Achso, okay, ich wollte gerade sagen. Wir feuern einfach alle Munition auf immer ab und dadurch haben wir einen Magnum-Effekt. Der neue Lawgiver. Schön. So, na denn. Gehen wir mal zur Schuh. Konterangriff blocken. Nachdem du den letzten Angriff eines Gegners erfolgreich geblockt hast, drücke die linke Maustaste, um einen Trefferangriff auszuführen. Okay, also es ist halt wirklich so ein Parierschlag. Irgendwie in dem Falle. Tiefe Angriffe fügen den Gegner Schaden zu und werfen ihn um. Alles klar. Schwerer Nahkampfangriff. Drücke die mittlere Maustaste, um einen schwereren Nahkampfangriff auszuführen. Schwere Nahkampfangriffe müssen weiter ausgeholt werden, verursachen aber mehr Schaden. Können mehrere Gegner treffen und sie viel weiter zurückschlagen. Okay. Kommt's mal hier. Ja, war nicht, aber noch nicht. Oder? So viel Zeit hat es jetzt tatsächlich nicht gebraucht. So, na denn, auf zur Gondel. Den push der Button. Alter, ich bin noch schon auf dem Ding drauf. Was ist denn los mit dir? Herrschaftszeiten. Überall diese Dinger. So, zack, nachladen. Also wie ein Magnusschuss kam es mir jetzt tatsächlich nicht so richtig vor. Jetzt müssten wir noch irgendwie, wenn ich jetzt den Auslauf bewege, geht es woanders ab. So, was haben wir hier noch?
Okay, oh je, das sieht mir ziemlich nach Bossfight aus jetzt irgendwie. Wenn ich mir überlege, was ich jetzt hier alt bekomme. Zwei Sicherungen, okay. Krass. Sollte doch eher Strom anmachen und nicht ausmachen. So, okay, brauche ich die woanders? Alter, was sind denn das bitte für... Wozu sind denn hier bitte so eine Räder dran, Alter? Was wurde denn hier geschreddert? Was ist denn halt für ein Quatsch hier? Will ich einfach nur wechseln? Kann mir nicht vorstellen. Irgendwie, weil... Für so ein Reset machen? Wir probieren's. Ah, so dachte ich's mir. Niente. Ziemlich unnötiges Gefühl, wenn wir hier so viel Stuff jetzt plötzlich bekommen. So, Kantenmaler? Kantenmaler. Genau. Wunderbar. Oben sind wir. Aha, verstehe. I got a bad feeling about this. Tang Song. Tang Song, was hast du zu sagen? Tang Song. Wo ist er? Wo ist er denn? Da. Okay. Krasse Tattoo. Okay. Ah, nein. Jetzt setzen wir diese Analysemaschine in Gang.